das ist jetzt ein kleiner Belastungstest für Airwap sozusagen. Warum drehe ich denn nicht hier einfach mal so rum? Kleine Wendung um quasi 180 Grad, dann fliegen wir nämlich über Jakarta hinweg mit vielen, vielen Häusern und belasten dabei so ziemlich alles, was es zu belasten gibt. Ich habe jetzt also sowohl Airwap am Laufen, als auch Explant logischerweise. Dann bleibt es auch kaum aus, dass im Hintergrund OBS mitläuft. Außerdem habe ich das Head-Tracking an, das kann ich auch nochmal starten. Es gibt zwar momentan nichts, was er finden könnte, aber damit belastet man den Prozess auch noch ein bisschen mehr. Dann hätte ich hier noch Little Nav Map, wobei ich natürlich auch noch Center Aircraft einschalte. In einer möglichst ansprechenden Auflösung, damit man auch noch was sieht. Jetzt hüpfen wir aber, glaube ich, erstmal zurück nach X-Plane direkt, damit wir auch vom Flughafen was sehen. Oh, genau, ich kann auch noch nach außerhalb gehen. Dann muss er noch mehr malen und zeichnen. Und ganz wichtig natürlich hier die Anzeige vom System selber. Wir kriegen den jetzt im Vordergrund, ohne dass ich die ganzen Balken dazu habe. Gar nicht. Sehr schön. So, CPU läuft, wie man sieht, momentan gemächlich vor sich hin. Arbeitsspeicher ist genug vorhanden. Speicherauslastung 15,9 GB von 16. Ich glaube, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich glaube, den Kurs könnte ich noch ein bisschen zur Seite verlegen. Gucken wir nochmal über den Flughafen rüber. So, also die Speicherauslastung ist nicht ohne. Macht mal so, ja, passt so schön in die Mitte rein. Datenträger sehe ich noch als, am ehesten als irgendeine Form von Engpass bei der ganzen Geschichte. Ja, Ethernet, 200 GB werden reichen. 200 Mega, 200 Giga. So, der Graphic Processor wird auch nicht wirklich ausgelastet. Es ging darum, dass das Nachladen von Karten, wenn ich also jetzt hin und her schalte wie wild, das gibt das so ein bisschen. Ja, das ist jetzt mal schön schnell. Ja, na, und woran es daran liegen könnte, kommt der Datenträger. Ethernet macht sich auch mal kurz bemerkbar. Aber ich denke, letztlich, der Server, der Kartenserver, wird wohl das eigentliche Problem sein bei der ganzen Geschichte. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Eigentlich können wir die Richtung noch ein bisschen Richtung Innenstadt verlegen, ne? Ja, ich weiß, ich sitze jetzt gerade am Arbeitsrechner, in Anführungszeichen. Da habe ich keinen Yoke angeschlossen. Kann also nicht ganz so, wie ich gerne würde. So. Na, schöne Richtung. Ruckelt und zittert ein bisschen, ne? Je nach Winkel. So zittert es mehr als so. Wahrscheinlich, weil die Sichtweite größer ist und er mehr berechnen muss. Naja, das wollen wir ja auch. Wir wollen ihn ja belasten, bis die Prozessoren schmelzen. Aber, was so die Auslastung angeht, ist ganz okay. Nächste Karte. Schwupp, das ging ja recht flott. So, da braucht er aber ewig für. Genau, ich lasse ja mal hier drin den Cursor, kann man schön sehen, wie er sich dreht. Und da vermute ich mal, ja, Ethernet, da ist aber wieder am Suchen, dass einfach der Map-Server, lavaschig ist auf Deutsch gesagt. Was ruckelt, obwohl, da ist er endlich, obwohl die
die Internetleistung eigentlich nicht ausgelastet gelastet ist, CPU ist nicht ausgelastet, GPU ist nicht ausgelastet. Ja, ne? Gibt halt Grenzen des Möglichen. Ja, also ausgelastet würde ich das nicht wirklich nennen. Ist eine Arbeitsspeicher oder täusche ich mich jetzt? Ja, das ist jetzt so schön auf halber Höhe, aber von 16 GB sind. Ach, Entschuldigung. Der ist nicht bis 15,9 GB voll, sondern diese Grenze hier ist 15,9 GB. Das ist die tatsächliche Auslastung. Anders ausgedrückt, nein, der ist nicht ausgelastet. CPU genau dasselbe. Das heißt hier nicht, die ist jetzt zu 100% ausgelastet, sondern die obere Grenze ist 100%. Er regelt das ja nach, wenn es zu langsam wird. Hier zum Beispiel, ne? Rücksatz 500, das hier sind 500. Er kann aber 2000, also 2 Mega. Ja, er kann schnell. So, 200 Megabit. Genau, jetzt hat sich das verändert. Jetzt ist also die obere Grenze hier. Ich habe mich mit dem Ding noch nie näher befasst. Deswegen weiß ich sowas nicht und erlebe ständig, täglich neue Dinge. So, was haben wir hier? Noch irgendeine Hochseekarte oder sowas. Was war das hier? Und die Grafik ruckelt. Wow. Ich weiß gar nicht, wie viel von dem Geruckel nachher bei Dingenskirchen übrig bleibt. Da ruckelt auch nichts, ne? Da ruckelt was. Da ruckelt auch was. Also ich bin relativ sicher, dass man ihn hier bei doch an irgendwelche Grenzen bringt, die in dieser niedlichen Grafik jetzt nicht unbedingt dargestellt werden. Bei Windows legt wahrscheinlich auch keinen allzu großen Wert darauf, dass irgendwelche Schwachstellen demonstrativ mit den eigenen Systemprogrammen dargestellt werden können. Was ist das hier eigentlich für eine Map? Oh, das langsame Scrollen hier finde ich total seltsam. Zeitlupe. Aus großer Höhe betrachtet, aber auch nicht uninteressant. Meistens Open Topo. Auch da das Scrollen eher langsam. Nicht Scrollen, das ist Open. Aber es ist ein schönes Beispiel, ne? Er wollte ja sehen, womit das zusammenhängt, dass das bei mir alles so langsam geht. Weil er sagt, auf seinem eigenen Weg fluppt das innerhalb einer Sekunde alles hin und zurück. Und hier braucht er halt ein bisschen länger. Und da sucht er jetzt schon, wo man das eigentlich liegen könnte. Das ist für ihn als Programmierer ja auch nicht völlig uninteressant, ne? Das Internet so angucke. Würde ich sagen, der Engpass liegt vor am ehesten noch bei den Providern. Ein schönes Beispiel. Ich dachte schon, dass das jetzt alles schlagartig fluppt und man nachher nichts zu zeigen hat. Aber es zeitlupelt ganz wunderbar vor sich hin und so soll es ja auch sein. Das heißt, so soll es sein. So soll es in der Vorführung des Zeitlupels sein.
Also kann ich das Gezappel hier kaum sehen, ich mach mal so. Ja. Ach ja, ich habe nebenbei auch noch Firefox gestartet, damit die Auslastung auch wirklich... Ich kann nur irgendwas Brutales im Hintergrund machen. Sowas wie Google, nein, das ist jetzt zu kompliziert. Die Full Emoji List, wie ist das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Müsste erst kräftig laden im Hintergrund. Sieht aus wie eine Bundeswehrjacke, ne? Hier komischerweise wieder ein langsames Scroll. Das macht er scheinbar immer erst, wenn er hier einmal drauf war. Denn normalerweise geht das Scrollen ja um einige schneller. Scrollen sage ich schon wieder. Zoomen. Zoom, zoom. Ach, das ist doch Pinifax hier. 1 Megabit. Genau, 200 Megabit habe ich in der Leitung. So, habe ich es mal wieder richtig gesagt. Das heißt, es ist also hier Kaspar Kram. Kaum Datendurchsatz, passiert nichts. Die Zoom-Geschwindigkeit ist komisch. Save done. Sehen Sie nichts? Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Also er bemüht sich im Internet, er kriegt nur keine Daten offenbar runter. Das ist zumindest meine Vermutung. Also ich, an dem, was ich sehe bzw. nicht sehe, vermute ich jetzt einfach mal, dass er jetzt verzweifelt versucht, Daten zu kriegen und die danach zu zeigen. Er kriegt nur keine. Oder er kriegt sie nicht schnell genug oder so. Ich kann jetzt auch nicht rein oder rauszoomen, wenn ich das richtig sehe. Kann ich dann die Karte wechseln? Oh ja. Ja, Karte wechseln kann ich auch. Jetzt hier auf Suchstufe 17. Ob das langsame Zoomen auch einen Zusammenhang hat bei der ganzen Geschichte? Keine Ahnung. Also das ist für mich auch kein normales Verhalten. Ihr habt das ja in den letzten Videos gesehen. Normalerweise floppt das ganz prima. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt super tief über die Innenstadt von Jakarta fliege, dass das sowas damit zu tun hat. Und dass ich ein relativ hohes Zoom-Level benutze. Also das ist jetzt auch für mich nicht normal. Für die Programmierer ist es jetzt natürlich toll, dass er sieht, was im Extremfall passieren kann. Aber normalerweise fluppt das alles bei mir. Wenn vielleicht nicht so fliegt wie bei ihm, aber... Ja.
Dann weiß er wenigstens, wo er ansetzen muss. Ja. Ja, ich würde sagen, ich lasse es jetzt auch einfach mal gut sein. Ja, wie gesagt, wenn es hier irgendwo ein konkretes Problem gibt, wird man es jetzt etwas mehr einkreisen können. Ja, siehst du? Mit einem Schlag war es da. Also mal geht's nicht. Ich habe die Server im Verdacht, die Kartenserver. Ja, er hat dieses Please Wait jetzt noch mit eingebaut. Vielleicht kann man irgendwie so eine rote Lampe oder so, also die vor sich hin blinkt, so ähnlich wie bei einer Festplatte. Ja, dass man weiß, ich bin nicht abgekackt, sondern ich empfange noch Daten. Vielleicht so abhängig vom Datenstrom, ne? Dass man so nicht so einen Graph eingebacken kriegt, sondern dass man so einen so Zugriff, also wenn man hier so ein Threshold setzt oder so ein Zugriffslämpchen, wie gesagt, wie bei einer Festplatte, dass man sehen kann, ja, ich hole noch Daten. Ich lebe noch, ich bin nicht abgestürzt. Ja, und ne, schwupp, alles ist da. So, genug gefestplattelt. Ihr habt gesehen, was zu sehen war. Danke wieder für die Aufmerksamkeit. Und jetzt hat der Programmierer bestimmt wieder eine Menge Spaß den ganzen Tag. Schönen Dank fürs Zugucken. Oder soll ich die Mühle vorher noch in den Boden rammen? Warum eigentlich nicht? Wenn schon mal dabei ist. Guck mal, stellen wir mal hier in die Höhe auf abwärts ein. Gleichzeitig drehen wir einfach nochmal um. Ach, was für so eine Richtung ist doch gar nicht so schlecht. Auto save done. So langsam ist mit der Höhe auch okay. Wir touchieren dann so langsam auch die ersten Baumwipfel. Jetzt mal wieder abschließend den Jux auf Höhe 0 zu gehen. Fahrwerk ist ja schon draußen.
gewiss reingucken.